Okay. So. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen die Aufträge hier auch machen lassen. Ja, die kümmern sich gerade um alles gleichzeitig. Die kümmern sich auch, wie gesagt, und der Hausbau geht natürlich weiter. Und das ist auch gut so, dass er weitergeht. Aber die müssen auch ein bisschen das Zeug erstmal verarbeiten. Dann, die Dorfbewohner sind erschöpft. Müssen wir eine Schlafenszeit legen? Aber irgendwas heißt doch auch, die dürfen schlafen, oder? Wir machen mal so von 0 bis 5 mal fixe Schlafenszeit für alle irgendwie. Um 23 Uhr, das sind so 6 Stunden rum. Das sollte eigentlich reichen. Wenn nicht, dann müssen wir uns das nochmal anschauen. Wir gucken mal. Aber jetzt legen sie erstmal alle hin. Die sollen auch mal ein bisschen ausruhen. Die sind auch ziemlich durch gerade. Jetzt schauen wir mal, ob sie sich ein bisschen erholen können. Das wird vielleicht auch nicht unbedingt den gesamten Tag halten. Benötigter Alkohol. Ja, naja, in unserer Siedlung ist es so anders als bei den anderen. So. Ja, aber das reicht doch schon. Schau mal, die können sich, glaube ich, gut erholen. Ich glaube, das schaut ganz gut aus jetzt. So. Hauen die sich erstmal was rein? Die haben ja auch was mitgenommen. Und gehen hier an die Arbeit. Silvester pennt noch, ne? Der kennt hier nichts, der wartet aber auch bis zur letzten Minute, das kenne ich, das fühle ich, also dem, seinen Schmerz fühle ich. Ah, schon Aufstehzeit, oh verdammt nochmal. Was verwurstet er denn eigentlich? Ein Kadaver, wo haben denn die ganzen Kadaver her? Alles Alkoholiker, vielleicht. So, Sibyl kümmert sich hier um Zutaten. So. Wir haben tatsächlich keine Landwirtschaft aktuell. Ich glaube, weil wir es auch schlicht nicht... Wir haben hier nur einen Lagerplatz aktuell in der Geschichte. Es ist natürlich so eine Sache, die muss sich bei Zeiten noch ergeben. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Ja, ein Fenster haben wir schon zum Teil. Auch Wände hier, guck mal. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, damit ihr mal auch seht, dass unser Haus tatsächlich gebaut wird. Wir können aber Silvester auch mal sagen, mach mal hier bitte nochmal eine Baumfällaktion. Wir werden sehr viel Holz brauchen. Old Grumblebear, noch dir einen wunderschönen guten Abend. Miguel sagt, das sind die Kadaver von der Autobahn. Ah, ich glaube, das ist die falsche Zeit dafür. Ja, vielleicht. Wie gesagt, mal so ein paar Bäumchen sich zu organisieren, ist vielleicht kein Schaden. Einfach nur, damit wir auf jeden Fall genug von allem haben. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Wir können noch mal ernten gehen. Sibyl kümmert sich. Evota auch. Ja, Ernte ist bei denen wichtig, ne? Also Ernte ist priorisiert worden. Da haben wir auch so, kriegen wir nämlich auch gut Saatgut raus. Und jetzt muss man nämlich aufpassen. Hier, Haufen zersetzt sich in 41 Tagen. Bei der aktuellen Lagerung bei 12 Grad ist der in 41 Tagen Matsch. Das trifft aber auch alles zu, ne? Haufen verrottet. Das Problem ist nämlich, das ganze Zeug ist jetzt tatsächlich der Außenwelt quasi unterlegen. Und das möchten wir natürlich nicht haben, sondern wir bauen jetzt uns hier so ein ganz klitzekleines Geschichtchen. Und zwar einen überdachten Stand. Das geht aber nicht, weil wir hier keine Wand haben. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Nicht ganz. Okay, wir brauchen nochmal eine Holzwand dazwischen. Beziehungsweise wir müssten mal schauen, dass wir hier noch eine bauen. Jetzt hat es Stabilität. Und jetzt könnten wir natürlich hergehen und sagen, dass wir da drunter... Warte mal kurz. Da. Da sind wir. Dass wir hier drunter... Jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich das hier überhaupt? Ich breche das mal kurz ab und schaue mal, was mit da aus dem Dach daraus wird. Das Dach scheint zu halten. Wahrscheinlich, weil wir hier jetzt den Teil hier noch mitgenommen haben.
Okay, ist aber kein Problem. Wir wollen ja jetzt erstmal ein kleines Lagerplätzchen schaffen für Materialien, die eben nicht. Also wir entfernen erstmal alles und sagen, hier kommt nur Nahrung rein. Kadaver, Samen, Futter, Bücher, Medizin, also fast alles. Weil das Zeug zersetzt sich auch, ne? Weil es auch der Witterung ausgesetzt ist. Es wäre vielleicht an der Zeit, dieses Lager nochmal umzudesignen. Das können wir auch verkleinern und umbauen. Dann machen wir das auch. Und zwar, wir geben Folgendes an. Dann nehmen wir dieses Lager, vergrößern dieses Lager bis hier. Und verkleinern es hinten raus wieder. Es müssen natürlich jetzt ein bisschen Zeug umgetragen werden. Aber dann haben wir das auf jeden Fall, trotz alledem, haben wir beide Lagerflächen tatsächlich sauber gemacht. Ich glaube, das wäre eine günstige Idee. So. Forschung ist verfügbar. Dann lernen wir doch mal Architektur. Damit können wir Holzbalken freischalten. Wir haben hier ein paar Forschungspunkte von Leuten, die bereits geforscht haben. Oder wir haben Papiere dabei. Also wir brauchen Chroniken. Und dann können wir hier forschen. Wir können zum Beispiel jetzt auch Landwirtschaft freischalten. Das ist natürlich sau wichtig. Das heißt, wir können jetzt hier ein Kohlfeld anlegen zum Beispiel. Lass uns das vielleicht doch gleich mal tun. So ein kleines Kohlfeld hier. Dafür haben wir auch genug Samen. Flachs wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da haben wir ganz wenig Samen nur oder gar keine. Wir können ja mal trotzdem ein kleines Flachsfeld daneben bauen. Gerste haben wir gar nicht. Kräuter können wir anbauen. Mal so ein kleines Kräuter, so ein Kräuterstreifen. Birken und so, das juckt mich alles jetzt gerade im Moment noch nicht. Wir lassen mal diese kleinen Felder mal laufen. Skull, einen wunderhübschen guten Abend. Der Boden ist wichtig, ja. Also hier haben wir Boden, Erdqualität und so weiter. Da gibt es auch Tempowerte, auch das ist wichtig irgendwann. Die Holzbalken zum Beispiel sind für den Bau wichtig. Und zwar kann man die so reinsetzen. Und zwar hier zum Beispiel und hier. Und dann stabilisieren die alles, was da drüber ist. Sau wichtig, wenn du höhere Gebäude bauen willst, so wie wir es ja auch vorhaben. Unter anderem wollen wir natürlich auch eine Treppe nach oben haben, damit wir auf das Dach kommen, wenn es denn ein Dach gibt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt ein Dach, weil wir das einfach zubauen. Und dann haben wir hier oben nämlich einen komplett offenen Bereich, auf dem wir uns bewegen können. So. Jetzt müssen wir dann den ganzen Blödsinn natürlich auch irgendwann eines Tages einfach mal fertig bauen. Das heißt, ich baue jetzt nichts mehr. Wir haben die grundsätzlichen Sachen, haben wir geschafft. Jetzt geht es nur noch darum, das mal fertig zu bekommen, dass unsere Leute da auch tatsächlich mal irgendwas schaffen. Der Anbau von Sachen ist allerdings auch sau wichtig, weil wir brauchen das einfach schlicht und ergreifend. Sonst wird es nichts. So, essenstechnisch schaut es gerade noch nicht so geil aus, glaube ich. Wir haben halt noch nichts im Lager drin. Birkensetzlinge und so Zeugs. Die Dorfbewohner sind erschöpft, 21 Uhr. Dann lass uns mal den Schlaf auf 22 Uhr oder vielleicht sogar auf 21 Uhr schon legen. Machen wir das so, dann haben die, können die sich jetzt mal ein bisschen mehr ausruhen. Dann gehen die jetzt alle mal nach Hause. Schau mal rein. Müssen jetzt alle sich schlafen legen, tun sie auch. Es hat 2,5 Grad draußen, es ist halt Frühling, ne? Das macht die Sache jetzt mit der Erholung nicht so geil. Okay. Auto speichern, meine Lieben. Wir werden sehen, wo die Reise uns hinführt heute. Es ist 0 Uhr.
sammle mal ein paar Pilzchen ein. Die halten halt relativ gut. So, wir müssen mal ganz kurz die Tätigkeiten überwachen. Also, irgendeiner muss jetzt kochen. Und wer hat da Kochskill? 12? 11. Sibyl, hervorragende Wahl. Du dürfst zum Kochen. Sibyl kümmert sich aber auch ganz zum Schluss um Tragen. Das ist ganz wichtig. Der Rest, Forschung und so Zeug, ist zwar sau interessant, Forschung und Kunst noch zu machen. Da haben wir jetzt aber nicht die Wucht. Wir machen Forschung mal nach 4 raus. Das Anfertigen muss sie nicht machen. Und Schmieden muss sie jetzt auch gerade nicht machen. Das müssen wir uns dann noch mal aussuchen, wenn es soweit ist. Silvester macht das auch nicht. Tragen macht er auch nicht so dringend. Den Rest schauen wir uns. Forschung schauen wir uns dann mal an. Ja, wir bräuchten mehr Einwohner, ja. Wir könnten es besser verteilen, wenn wir mehr Leute hätten. Ich will aber jetzt mal gucken, dass die gerade priorisiert dahin gehen. Vor allem, dass der Bau jetzt dann auch wichtig ist bei Evota. Das switchen wir mal. Bau ist für Evota wichtiger. Ich will, dass zuerst gebaut wird, bevor alles andere gemacht wird. Einfach nur damit, wenn wir können, was gemacht wird. Ach, guck mal, die haben sogar Futter hier reingelegt. Ach, wie schön. Können unsere Tierchen was beißen? Was bist du denn? Iltis! Der Iltis wird gejagt, aber sowas von. Wer sich an unserem Essen vergreift, ekelhaft. So, die frühstücken hier gerade. Sehr angenehm. Okay, let's go, Leute. Iltis ist auf jeden Fall auf der Flucht gewesen. Niedrige Nahrungsreserve im Lager. Ja, das wissen wir halt schon, ne? Da wird auf jeden Fall hier was gemacht, hoffe ich. Wo ist denn Evota eigentlich gerade? Evota jagt hier. Alter Spiel, wo ist denn Evota jetzt? Das mit dem Iltis ist aber auch so ein Ding, ne? Der liegt da schlafend rum. Und Sibyl trifft ihn nicht. Sie trifft ihn einfach nicht. Okay, ich sag euch, wie es ist. Der Iltis hat jetzt gerade mal einfach Glück am Leben. Wir brechen ab. Solltest die Lager umzäunen. Ich sehe auch da definitiv Vorteile da drin, ja. Wir holen jetzt erstmal alle wieder zurück. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier mal vorwärts kommen. Drachengrün, einen wunderhübschen. Ja, mit den Burgfräuleins, da sind wir noch nicht so weit. Also höchstens bei Evota oder Sibyl. Aber wir haben ja noch, uns fehlt ja noch die Burg auch einfach. Ich bin auf jeden Fall schon sehr viel entspannter, wenn wir erstmal eigene 4 Wände hier haben. Wenn das mit den Wänden fertig ist, glaube ich, geht es mir besser. Schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass Raids, die hier reinkommen können, auch extrem unangenehm sein können. Ah, sie kümmern sich auch um Holz. Jetzt scheint das mit der Verteilung der Arbeit tatsächlich geklappt zu haben. Die kümmern sich jetzt auch tatsächlich um das, was wir wollen. Das gefällt mir gut. Wir haben auch ein paar Pilze tatsächlich und Kräuter im Eingang. Ein paar Heilpakete. Wie ist das jetzt mit der Geschichte hier? Pilze zum Beispiel. Hier. Haufen zersetzt sich in 3 Tagen. Naja, es wird halt immer wärmer, ne? So, hier wird Zeug gesammelt. Oh, hier ist was Leckeres, ne? Hier ist was Schmackhaftes zum Ernten. Was wir machen? Hier sind noch mehr Pilze. Also Pilze haben wir ja schon, ne? So den einen oder anderen Pilz kriegen wir schon zustande. Lehm haben wir hier hinten. Das ist auch wichtig für später mal. Stöckchen kann man immer mal mitnehmen. So, weißt du, so 1, 2 Stöckchen. Das geht immer. Ist auch noch ein bisschen Lehm, ne? Das ist doch ganz gut eigentlich. Wie schauen unsere Felder aus? Ah, okay.
Jung, 37,5% sind unsere ersten Kohlfelder gewachsen schon. Also wir kriegen hier schon ein bisschen Ernte, hoffe ich. Das wird uns natürlich jetzt hoffentlich über den Winter dann auch bringen, aber ich bin mir erstmal am überlegen, wie wir das, den ganzen Plunder denn eigentlich lagern sollen. Wir machen jetzt mal Folgendes, und zwar wir machen hier nochmal ein bisschen den gräberig. 1, 2, 3, 4 brauchen wir hier, glaube ich, ne? 1, 2, 3 ist es nur. 1, 2, 3, ja, genau. Wir müssen immer von hinten nach vorne graben, so ist die Idee. Ich lasse jetzt mal das Dachteil hier drauf wegmachen, weil dann bauen wir hier auch nochmal was anderes dazu. Und das schauen wir dann auch einfach. Noch ist ja keine Überdachung fertig. Das stimmt, das dauert noch ein Schlückchen. Aber wir müssen es auch generell, der Frühling ist ja natürlich, der Frühling ist jetzt auch noch so eine Sache, ne? Ich meine, sind wir ehrlich. Es ist jetzt Frühling, es hat draußen 4 Grad und das Zeug hält nicht lange. Ja, also wenn du jetzt mal anguckst, ein schöner Eintopf hier hält 7 Tage. Das ist natürlich gekocht immer besser. Es wird auch mit Sicherheit bald fertig werden. Na, also hier wird kräftig gebaut. Das ist eine gute Sache auch. Wir lassen unsere Leute jetzt mal hier ein bisschen arbeiten. Das schaffen die auch. Jetzt fängt es auch noch das Regnen an. Hier die Gerste. Sibyl schnibbelt hier einen schönen Eintopf. Das wird wunderhübsch. Evota sieht Silvester jetzt als Freund an. Der Grund war angenehme Konversation. Unsere Kolonisten sind einfache Lyriker, ich sag's euch. Grumblebird, es gab ein Update, das 9.5-Update, glaube ich, hieß das letzte. Das ist am 1. August gekommen, aber ich habe auch einfach Bock drauf. Selbst wenn das Update nicht gekommen wäre, hätte ich da Bock drauf gehabt. So, wir brauchen natürlich jetzt, unsere Leute schlafen da, wo überdacht ist. Was natürlich die Sache jetzt nicht vereinfacht, dass die im Dreck schlafen. Ist da überhaupt überdacht? Ja, das ist die einzige Stelle, die wir haben, die überdacht ist. Ja, okay, sagen wir mal so, unsere Leute haben halt niedrige Erwartungen an uns auch. Was willst du da sagen? Ja, ich hoffe jetzt tatsächlich, da zieht die Regenwolke gerade drüber, es wird jetzt besser. Kannst du Personen benennen? Ja, Luca, können wir. Aber das machen wir jetzt dann auch heute im Laufe des Abends, denke ich. Also, dass auch ein paar Leute noch ein paar Zwergtaler zusammenfarmen können jetzt in der Zeit. Benenne ich sie nicht gleich am Anfang. Das wird ein Erdkühlschrank-Picker, ja. Ich gehe 3 Treppen nach unten in der Regel. Das ist so meine Idee. 3 Treppen weit runter. Sollte, also man kann das vielleicht sehen. Hier unten ist es jetzt, warte mal kurz, 4,7 Grad oben. Und wir haben hier noch nicht zugemacht, ne? Also wichtig ist vor allem, dass du am Ende von dem Ding, bevor du dann ausbaust, eine Türe setzt. Und vielleicht hier oben das auch noch zubaust irgendwie, ja? Und dann wird das auch mit der Temperatur viel, viel besser. Und dann verlegen wir alles, was Lebensmittel ist, nach unten in den Erdkühlschrank und bauen vielleicht hier dann nochmal so unsere kleine Küche auf oder sowas. Dann machen wir das hier ein bisschen schick und bauen hier so eine Art Küche rein mit Zugang zum Lager und so. Das wird, glaube ich, ganz cool. Aber jetzt ist, wie gesagt, die erste und wichtigste Idee ist erstmal, dass wir unsere kleine Insel der Glückseligkeit hier fertig bekommen. Deswegen lasse ich unsere Leute gerade einfach mal bauen. Das ist nämlich sau wichtig, dass die das, was sie da gerade tun, fertig bekommen. Für den Fall, dass wir angegriffen werden. Wir werden angegriffen. Irgendwann kommt der Angriff. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sobald der Angriff kommt, müssen wir allerdings irgendwie eine Möglichkeit haben, uns halbwegs hier zu verteidigen. Und das ist nämlich die wichtige Geschichte, dass mit dem Dach, dass wir oben stehen können und von oben runterfeuern können, das ist wichtig. Das ist sau, sau, sau wichtig. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als das, um so gerade den ersten Angriff abzuwehren. Es wird weitere geben, das mit Sicherheit. Aber jetzt für den Anfang ist mir das erstmal das Wichtigste. Ich gucke jetzt gerade mal Terminplan.
schon. Und natürlich, dass unsere Betten vielleicht auch mal trocken werden, ist vielleicht auch nicht schlecht. So, die ganzen kaputten Bäume nehmen wir da mal raus. Ey, Wotan baut auch gerade. Freundlicher Besuch! Einsamer Reisender, ein schlachsiger Hausierer, leert seinen Rucksack und bereitet eine Auswahl an Kuriositäten auf einem Leinentuch auf dem Boden aus. Es schüttet doch wie aus Eimern. Es wird doch alles nass. Ich kaufe und verkaufe Dinge, die mir unterwegs auffallen, sagt er mit einem schiefen Lächeln. Schaut sie euch an, wenn ihr wollt. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Wurdet ihr verbannt? Nein, nein, das ist einfach, das sind einfach so Raider, die halt immer wieder kommen und sich natürlich bei deiner Siedlung bedienen möchten. Das wird passiert immer wieder, ja. Das hat nichts mit irgendwelchen Fraktionen oder so einem Blödsinn zu tun, sondern das geht einzig und allein und ausschließlich darum, dass hier Banditen auf uns auflauern können. So, wir können jetzt theoretisch mit ihm uns unterhalten. Wir hatten Redekunst 8, 5, 12. Wir schicken mal Silvester zum Tauschhandel, mal gucken, was der anzubieten hat. Was bauen die eigentlich da gerade? Alles klar. Also wir können Apfelbäume zum Beispiel handeln, wir könnten auch Ahorn und Birke kaufen. Er hätte Brot im Angebot. Wir haben aber nichts, ne? Wir könnten ihm einen Topf anbieten, wir haben selber 4. Geben wir mal einen Eintopf. Kriegen wir ein bisschen Geld. Flachsamen hätte er noch. Gerste. Hölzerne Falle. Nee. Der hat Honigwein, aber das können wir uns nicht leisten. Wir haben eine Johannisbeere. Ist ja wunderhübsch. Wir sind ja reich. Milch haben wir 3-mal. Ja, unsere Kuchen gebe ich nicht her und unsere Tiere gebe ich auch nicht her. Wir verkaufen jetzt mal kurz das. Du bietest das an, ja, dem Händler mehr Wert zu geben, als man erhält. Nee, Moment, ich will Geld. Ah, ist nur reiner Tauschhandel, ne? Die Falle ist nicht schlecht, ja, aber wir können da selber Fallen bauen, ne? Ah, okay, abbrechen. Abbruch, wir handeln nix. Wäre ein Apfelbaum nicht gut? Ja, sicher. Aber das würde ich dann mal handeln, wenn wir ein bisschen mehr Stuff haben. Was machen die eigentlich da gerade? Ach, die bauen die Feuerschalen. Sau wichtig. Damit wir unsere Räume dann heizen können. Braucht natürlich ein paar Stöckchen. Und vor allem, wir machen die Dinger jetzt erstmal aus. Die sind eher für den Winter gedacht, um uns einzuheizen. Viel wichtiger ist es tatsächlich, dass unser Dach aufgebaut wird. Hier wird Holz geschlagen, sehr gut. Was baut ihr jetzt? Ah, hier an den Stühlen. Das heißt jetzt, alles ab den Stühlen ist eigentlich jetzt schon dann... Hier wird eine Fackel auch gerade gemacht. Sehr gut. Das heißt, jetzt müssten sie sich um die wesentlichen Sachen kümmern. Nämlich um die Dächer. Und das ist, wie gesagt, sau wichtig für unsere Verteidigung auch. Samen! Ja, ich weiß, die Samen sind auch wichtig. Was haben wir hier eigentlich wachsen? Feldahorn. Schön.
Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir einfach nicht dieses Feld hier nochmal ein bisschen erweitern und einfach mehr Kohle anbauen. Ich glaube, das hätte auch würde auch einen Vorteil bieten. Oh nein, warte mal, jetzt regnet es und die liegen da im oh, das ist natürlich kein guter Start in den Tag. Wissen euch, ja, Komfortwert ist halt nicht so geil, ne? Ist nicht so gut einfach. Ja, wir müssen mal fertig werden. Wir dürfen nichts weiteres bauen gerade. Wir müssen das jetzt mal fertig laufen lassen. Das sollte, wie gesagt, normalerweise nicht ewig dauern, wenn sich alle drum kümmern, und das sollten sie auch. Schauen wir mal. Aber so ein schönes Kohlfeld, das kann auch schon gut Ertrag bringen, ne? Ja, ich denke, das mit dem Holz, das macht man, oder das ist später gar nicht so das Problem. Dann baust du eine Holzfarm und produzierst quasi permanent. Bis dann, was weiß ich, das Ziellager voll ist oder sowas. So, 5 Uhr, Aufstehzeit. Der Händler geht wieder. Das ist mir auch jetzt gar nicht so unrecht, ehrlicherweise. Weil unser Händler, ja, jetzt sagen wir mal, das ging so, ne? Wir haben halt auch nicht viel. So, wir ernten nochmal ein paar Bärchens. Weil wir es auch gerade müssen, tatsächlich. Können wir mehr Produkte machen? Nein, ne? So, hier gibt es nämlich auch Johannisbeeren und so Zeugs jetzt. Das ist halt wichtig fürs Essen, damit wir unser Essen auch halten können. Wir haben zwar ein bisschen noch was, aber es ist nicht die Welt, ne? Also das obere ist immer das Essen und da ist nicht viel da. Wir sollten auch mal für schlechte Zeiten tatsächlich ein bisschen vorbereiten. Wie schaut es beim Haus aus? Ja, da kommen wir halt noch nicht hin, ne? So, Frühling, Silvester sieht Evota jetzt als Freundin an. Ja, wunderbare Konversation. Das ist auch schön. So, apropos Grafik-Settings. Wie haben wir das eigentlich bei uns eingestellt? Das ist alles soweit safe. Schatten ist sehr hoch. Das passt. Jeder Block. Das ist alles soweit ganz fein eigentlich. Ja, okay. Blumen. Merke ich davon eigentlich gerade gar nichts, oder? Nö, es geht eigentlich. So, ein bisschen Heu. Heu ist fürs Dach später wichtig. Wir werden ein Dach brauchen. Aber jetzt für den Moment ist das noch nicht noch in weiter Ferne. Erstmal jetzt das Holz, die Holzboden-Variation hier einbringen, damit wir einfach hier einen schönen kleinen, eine schöne Scheune auch bauen. Das ist auch schon wichtig. Wie gesagt, und mit jedem Ding, was hier auf dem Dach gebaut wird, ist es natürlich auch einfach wieder ein Stückchen weiter, ne? Und damit hält das natürlich auch deutlich länger, 39 Tage aktuell. Man, es ist nicht warm hier. So, hier wird Holz geholt, das ist auch wichtig. Kam wobei nicht viel raus, habe ich so den Eindruck. Oder es wurde nicht viel eingelagert, das kann halt auch sein, ne? Das ist hier Erde, Kalkstein. Okay. Das ist die Treppe, oder? Die gerade gebaut wird. Ja, die Treppe wird gerade gebaut. Jetzt können wir nämlich auch nach oben gehen. Das macht die Sache natürlich für den Ausbau hier oben auch noch viel einfacher. Horny! Na? Alles gut, Horny? Wie geht's dir?